fürs Genau, wir wollen jetzt. Wir wollen jetzt eine, also vielleicht, achso, können wir nochmal kurz, vielleicht können wir nochmal ganz kurz ein Vorab-Polling machen. Hört ihr mich überhaupt? Ja. Es heben doch mal bitte alle kurz die Hand, die das erste Mal hier sind. Okay. Oh, wow, das ist eine große Erstquote. Genau. Hallo. Herzlich willkommen. Auch besonders nochmal an euch. Wir haben eigentlich immer so, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es sind, glaube ich, immer so 30% ungefähr Leute, die neu dazukommen. Das finden wir natürlich total super. Genauso wie wir die anderen 70% auch total super finden, die auch immer wieder kommen. Das ja, hat beides was für sich und ich finde, das ist auch ein sehr gesundes Verhältnis. Weiß nicht, wollen wir die anderen auch noch pollen? Haben wir noch andere Sachen, die wir vielleicht nochmal pollen wollen? Ich habe mir auch über Pollen keine Gedanken gemacht. Das ist, weiß ich nicht, ob man in der Kategorie. Wir sind alle auf einer Art Anfänger. Und vor allen Dingen sind wir alle Experten. Genau, wir sind auch alle totale Experten. Ja, ne, also grundsätzlich, hier geht es halt einfach um Kommunikation und Austausch. Und wir haben auch einfach das ganze Layout dieser Veranstaltung eigentlich so gemacht, dass das eben vor allem befördert wird. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre so entwickelt. Dazu gehört dazu, dass wir halt hier immer diese Vollverpflegung haben, damit man halt gar nicht erst weit wegrennen muss. Ich glaube, es ist noch nicht gefallen. Wir werden heute Abend bis Mitternacht offen haben, weil letztes Mal hatten wir irgendwie nur 23 Uhr. Das hat sich gezeigt, dass das irgendwie nicht gereicht hat. Also machen wir gleich Mitternacht. Dann machen wir allerdings auch wirklich Schluss, damit wir auch alle noch eine Chance haben, am Samstag und natürlich dann auch am Sonntag auch noch einen klaren Gedanken zu fassen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass dieses Chunk-Projekt irgendwie schon mal kontraproduktiv wirken könnte. Aber das werden wir dann sehen. Ja, Ralf schmeißt jetzt mal alles um und wir wollen jetzt halt Vorstellungsrunde machen. Da geht es uns darum, dass ihr einfach mal kurz sagt, wer ihr seid. Also sagt einfach, was ihr für relevant haltet. Ich sage euch, was andere vielleicht als relevant erachten könnten, woher ihr kommt. Wenn ihr irgendein Projekt habt, Podcast oder anderes Projekt, sagt es kurz. Lasst eure Stimme hören. Vielleicht werdet ihr auch schon wieder erkannt. Wenn ihr Anmerkungen habt in der Hinblick, so was ihr für euch, also das geht jetzt vor allem an die Neuen, so was sozusagen eure Erwartungshaltung ist oder was ihr gerne lernen möchtet oder in welche Richtung das gehen soll. Also das würde uns natürlich interessieren. Und wenn ihr andere Anmerkungen habt, dann lasst es fallen. Aber Andi hat eine Anmerkung. Ja? Ach so, ja gut, also ich meine, ihr bleibt jetzt ohnehin da, wo ihr seid, aber es wäre sehr schön, wenn ihr kurz aufstehen könntet, damit man weiß, wer spricht. Mhm. Aber meine, bei den Lichtverhältnissen mache ich mir eh keine Hoffnung, dass man irgendjemand erkennt, oder? Beziehungsweise dann dreht euch vielleicht dann einfach nicht um in die Kamera. Ja, also. Oder wenn ihr es ganz anders wollt, springt auf die Bühne. Genau. Wenn du das also, schaffst in der Zeit. Lass es einfach raus, ja. Kannst ja schon mal vorbereiten. So, jetzt kommt der Haken. Ihr habt 30 Sekunden. So ist es. Denn Ralf hat hier die harte Uhr und wir wollen, dass wir natürlich hier mit der Vorstellungsrunde verhältnismäßig zügig durchkommen. Aber wir wollen natürlich auch, dass jeder schon mal so ein Gefühl hat, wer ist denn hier eigentlich so und was sind die anderen Erwartungshaltungen. Das hat sich eigentlich in der letzten Zeit immer gezeigt, dass das dann am Ende doch ganz wertvoll ist. So, Ralf, dann kannst du das mal... Genau, im Sinne der Konditionierung. Diejenigen, die letztes Mal dabei waren, den sollten jetzt schon der Angstschweiß im Nacken sitzen. Ob dieser Terroruhr hier, die läuft nämlich ab. Ja, das heißt also, jedes Mal, wenn das Mikro weitergereicht wird, werde ich diesen Counter hier legen und man hat also genau 30 Sekunden Zeit. Und wenn es nicht geschafft wird, innerhalb der 30 Sekunden fertig zu werden, dann wird ein unfassbar ekelhafter Buzzer-Sound gespielt. Ich werde jetzt also hier das Audio verbinden. So. Die Anlage scharf schalten. Genau, der ist jetzt auf Maximallautstärke und ihr glaubt nicht, wie ekelhaft dieser Sound ist. Es hat letztes Mal unfassbar disziplinierend gewirkt. Oh, mir fällt gerade was ein, ich habe noch eine Frage. Tim, was ist jetzt eigentlich das Ding in dem grünen, in dem Logo, in dem grünen Feld? Oh, ja. Das kann ich nicht beantworten, das muss Sven beantworten. Aber ich glaube, es ist ein Mikrofon mit Schlagerschlaufe, oder? Gemeint ist, wir können das mal kurz, das hier.
Ich dachte erst, es wäre Sven, was ist das? Oh, es ist der Popschuss. Das ist eine iPad. Guck mich schon wieder. Also, vorher war es ein Pimmel. Nun gut. Können wir fortfahren? Ja, von daher, wir haben jetzt also unser Saalmikrofon und der Rest ist, glaube ich, einigermaßen selbsterklärend. Und los geht's. Ja, hallo. Oh, da gehen sich in die Sekunden. Hört man dich? Ich bin Henry Langner. Ja. Ich mache das Schmalstullenministerium und die Goldene Zehn und bin hier vor allen Dingen wegen der nicht technischen Angelegenheiten, die es so rund um Podcasts gibt. Also Jingles, Musik, Inhaltliches, wie macht man Geschichten und so. Und bin sehr gespannt auf das, was uns hier erwarten wird. Und ich gebe weiter. Hallo, ich bin der Martin, ich mache den Staatsbürgerkunde-Podcast und freue mich auch einfach wieder hier zu sein und auch über nicht-technische und technische Sachen zu reden, aber die nicht-technischen, jetzt wo du es angesprochen hast, würde ich dann auch befürworten. Danke. Guten Tag, ich bin der Sven, manchmal male ich Sachen, die man nicht identifizieren kann, in Logos rein. Außerdem bin ich einer von drei, die schöne Ecken machen, den Podcast und beruflich mache ich was mit, ja, eben Grafiken, manchmal mit Sprache und gelegentlich halte ich privat noch so Mikrofone in Wiesen und nehme Naturgeräusche auf. Das war's eigentlich. Ja, ich bin Renke, bin 27 Jahre alt, mache hier mit Dennis und Cornelis den, muss man auch mal gesagt haben, den Anycast. Zur Person, ich bin sowas wie der deutsche Armin Rohde, könnte man sagen. Ich habe nur Zeit für einen Gag. Ich bin seit gestern Nacht zweifacher Weltmeister im Skifliegen und habe jetzt tierische Nackenschmerzen. Der Dauer. Schönen guten Abend. Ich bin der Christian. Ich habe ein Verzeichnis, das keins ist. Ich habe einen Blog, in das ich im Moment kaum reinschreibe, eigentlich gar nicht. Und ich habe hier noch Zeit. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, euch dieses Wochenende die Feeds wegzunehmen. Vielleicht für die alten Hasen, die schon so häufiger hier waren, das Projekt heißt die Hörsuppe. Ja? Da wir so viele Neulinge haben hier, also auch wenn ihr denkt, so, wir kennen uns jetzt alle schon hier seit 6 Jahren, es kann nicht schaden, das Projekt dann doch auch nochmal beim Namen zu nennen. Danke. Aber wir müssen es ja wegnehmen. Also echt. Tim? Achso. Ja. Hallo, ich bin der Uwe. Ich mache mit meinem Kumpel Woody zusammen den Seabase Stationsfunk für ziemlich genau 550 Hörer. Ja, das war's. Ja, moin. Bin der Guido und wollte mich einfach mal hier informieren. Ja. Das wäre, glaube ich, ein neuer Rekord für die Geschwindigkeit. Ja, mein Name ist Sven, komme aus Hamburg, habe jetzt aus gesundheitlichen, hochzeitlichen und Umzugsgründen ein Jahr stillgehalten und gar nichts mehr gesagt. Versuche daher jetzt mehr zu sagen, alles unter einem neuen Label, das nennt sich Open Dev, beziehungsweise eigentlich schon älter, bloß jetzt alles dort drunter gesammelt. Und 9, 8, 7, also ich glaube, also 3, nicht weiter. Hallo, ich bin Eva. Ich bin hier schon das dritte Mal, ich denke. Und ich mache mit Johannes Podcast im Esperanto. Ja. Ja, ich bin Johannes. Ich mache mit Eva zusammen den Podcast Kernpunkte auf Esperanto, aber nicht über Esperanto. Und im Zuge dessen habe ich so verschiedene Sachen angefangen zu entwickeln, was Podcasting-Software und auch jetzt Hardware angeht. Können wir hier so ein bisschen diskutieren. Hallo, mein Name ist Felix Bezin. Ich bin Podcaster aus Berlin, trotzdem zu spät angereist, weil ich noch für unser Format technische Aufklärung mit Jonas, ist er eigentlich hier? Ah, hi, Jonas, hi. Ich musste nämlich gerade noch die Podcasts von der gestrigen Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses veröffentlichen. Danke, ist mir auch gelungen. Und ansonsten veranstalte ich noch das unregelmäßig stattfindende Berliner Podcasting Meetup. Und damit gebe ich weiter. Ja, ich bin der Jan, ich komme aus Berlin, ich bin Neuling, habe noch keinen Podcast und bin mal gespannt, wie Ultraschall und das alles so funktioniert und vielleicht gibt es ja dann zum nächsten Workshop schon einen Podcast von mir.
Upsa. Ja, hallo, ich bin David. Ich mache zwei Interview-Podcasts, Schwarmtaler über Crowdfunding-Projekte und Stadtgestalten. Dann mache ich noch einen Video-Workshop zu Podlove-Templates. Unser Podcast soll schöner werden. Der pausiert gerade so, da bin ich ein bisschen unzufrieden. Und ich mache Previously on Freak Show. Darüber gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Die einen sagen, es ist unübertroffen gut. Die anderen sagen, es gibt nichts Besseres. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Hallo, ich bin Anna. Ich bin Anna, ich komme aus den USA. Mein Deutsch ist sehr, sehr schlecht. Aber ich arbeite für eine Podcasting-Plattform. Das heißt Spreaker und ich bin ein Community Manager für Spreaker. Hallo, ich bin Erik. Ich mache immer noch diesen Podlove Publisher. Und wenn ihr irgendwie Feedback dazu habt, findet mich irgendwo, redet mit mir. Ja, hallo, ich bin Nele. Ich bin laut elektrischem Reporter Podcast-Erforscherin, aber nicht Podcasterin. Genau, ich beschäftige mich in meiner Diss mit dem Thema Podcasting und pflege auch noch die Frauenstimmen im Netz Podcasterin-Liste und werde hoffentlich eine Session zum Thema Wir bauen uns eine Umfrage dieses Wochenende machen. Und ja, um die Hörer zu erforschen und einen Vortrag am Sonntag. Ja, über den rede ich jetzt noch nicht so gern. Wir sehen uns am Sonntag spätestens. Hallo, mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ich bin Podcasterin, ich bin das erste Mal hier und ich erhoffe mir einige Einblicke in technische Themen. Ja, hallo, ich bin der Patrick Hempel, wie unterm Sofa. Und ich bin der erste Teil vom Game of Dattler Podcast im Rahmen des Stillen Kämmerchens. Wir haben mehrere Formate. Zusammen mache ich das mit dem David, der sitzt hier und er ist jetzt als nächstes dran. Ja, mein Name ist David Hasenbeck. Wir machen zusammen das Stille Kämmerchen, ähnlich aufgebaut wie Vrindt. Und ich interessiere mich speziell für Produktion unter Linux und Entwicklung. Ich bin der Michael, ich will schon seit einem Jahr einen Podcast machen, komme nicht dazu. Jetzt bin ich fast soweit und jetzt kriege ich aus einem sozialen Bereich einen ersten Auftragspodcast. Naja gut, und deswegen habe ich so ein paar technischere Fragen wie MIDI-Controller-Anbindungen etwas spezieller oder Podlove-Publisher-Anbindung an ein extrem customized Theme, was ich nur bedingt noch ändern kann. Ja. Man darf es nicht zu sehr aufsehen. Es muss immer die Gefahr bleiben, so kommt da überhaupt ein Sound. Ne? Das Ungewisse ist viel gruseliger als das Gewisse. Hallo, ich bin Selina, ich bin 19. Ich bin hier eigentlich nur als Vertretung für jemand anderen. Demnach habe ich keine Ahnung von dem Ganzen und trotz alledem freue ich mich auf das, was ich erleben und erfahren darf. Jetzt wäre es natürlich interessant gewesen, was über die graue Eminenz im Hintergrund zu erfahren, aber okay. Ich bin Dennis, bisher nur fleißiger Podcast-Hörer, würde aber in Zukunft auch gerne mal einen Podcast machen, habe auch da Projektideen und ja, wünsche mir einfach ein paar Impulse Richtung organisatorischen Dingen, Technik, um jetzt meinen letzten Antrieb zu kriegen, auch wirklich damit zu starten. Ich bin der Matthias, ich mache mit zwei Kollegen den Bretterwisser-Podcast zum Thema Brettspiele und alles, was dazugehört. Ich bin jetzt zum dritten Mal dabei. Ich freue mich total, hier wieder einiges mitzunehmen und meinen beiden Kollegen, die wieder nicht dabei sind, diesmal aus der guten Ausrede, dass sie wieder irgendwelche Kinder gekriegt haben, mich hier alleine gelassen haben, aber soweit ich weiß, verfolgt zumindest einer das hier auch im Livestream. Also ich meine, Nachwuchsförderung gibt es hier ja jetzt auch schon, ja, also Familie... Ja, Familie Wörl macht's vor. Ja, hallo, ich bin Annette. Ich komme aus Berlin, aber wohne in Stuttgart. Und mein Podcast heißt Language Rules und ist auf Englisch. Und darin unterhalte ich mich mit Menschen aus aller Welt über ihre Sprachen.
Hallo, mein Name ist Jonas. Ich komme auch hier aus Berlin, also wohne hier, komme nicht hierher ursprünglich. Und ich mache mit dem Felix zusammen die technische Aufklärung. Er hat es ja schon gesagt, wir berichten vom Geheimdienstuntersuchungsausschuss und wollen so ein bisschen mehr über die Aufklärung oder den Versuch der Aufklärung über die Geheimdienstaktivitäten zu beitragen. Genau, und ich freue mich auch auf technische Themen, aber eigentlich hauptsächlich auch auf die Themen, die so mit rund um Format und sowas gehen. Genau. Ja, hallo, mein Name ist Sven Wiegand. Ich bin podcast-abhängig und das resultierte dann darin, dass ich für Android einen Podcast-Player geschrieben habe, UPod, weil ich mit den vorhandenen nicht zufrieden war. Und ja, der Tim hat mich Ewigkeiten penetriert, damit ich dann auch mal hierher komme. Jetzt bin ich da. Eigentlich wollte ich sagen, ich will mal die andere Seite kennenlernen, aber seit wenigen Wochen bin ich auch selber zum Podcaster geworden. Deswegen, ja, einfach mal Kontaktaustausch. Ja, hallo, ich bin der Bernd. Ich komme hier aus Berlin. Ich bin hier an einem Institut und nutze eher Podcast-Technik für uns, für die Dokumentation. Daher ist für mich die Technik auch immer ein bisschen interessant, wieder was Neues zu hören. Hallo, ich bin Barbara, aka Barb Nerdy. Ich wohne auch schon lange in Berlin. Ich bin Newbie in Podcast-Machen-Sachen, bin aber natürlich auch ein regelmäßiger Hörer, unter anderem von dem tollen Podcast. Höre ich immer am Wochenende beim Biken. Und Outcome für mich ist, Minimum Outcome ist, dass ich meine Soundcloud-Mixes als Podcast raushauen kann, total illegal. Maximum Output ist, dass ich alles weiß und Podcasts selber machen kann. Hallo, ich bin der Luca, ich komme aus Hannover vom T3N Magazin und ich bin eigentlich Schreiberling und schreibe auch über Podcasts. Und weil der Tim auch gesagt hat, ich soll endlich mal kommen, habe ich das mal gemacht. Und ich mache selbst aber auch Podcasts, einen kleinen Gaming-Podcast seit ein paar Jahren und den Zero One Podcast. Das ist ein bisschen neueres Projekt, was dann auch bald ein offizieller T3N Podcast werden soll. An Erwartungen habe ich, ich bin durch. Also viel Technik auf jeden Fall und ich glaube, Vollprofi, verdammt. Es gibt keinen Ton, ja, ich glaube auch. Wenn ihr wüsstet. Ja, mein Name ist René, ich komme nicht aus Berlin, ich komme aus Bonn. Ich mache seit 2010 mit ein paar Leuten zusammen den Eintracht Frankfurt Podcast. Da geht es um Fußball für diejenigen, die sich da nicht so auskennen. Und ja, bin heute zum ersten Mal hier und freue mich. Ja, hallo, ich bin der Lukas. Ich bin zum zweiten Mal hier, komme aus Helsinki. Zumindest lebe ich da im Moment. Wir machen einen Podcast zusammen mit Tobi, der im Moment ein bisschen eine Pause hat. Und ich bin hier, ja, mal wieder mich mit Podcasts zu beschäftigen. Mein Hintergrund ist eher technisch, von dem her technische Themen, aber auch gerne sonst was. Ja, hallo, ich bin der Tobi, ich bin zum ersten Mal hier. Wie ihr gehört habt, habe ich mit Luki zusammen einen Podcast begonnen. Ich bin generell neugierig auf die ganze Podcaster-Szene und momentan bin ich auch sehr neugierig, was hier abläuft, wenn hier einer zu lange braucht. Aber da ich zum ersten Mal hier bin, möchte ich es nicht herausfordern. Weise. Ja, hi, ich bin der Daniel. Ich mache seit 5 Jahren den Luftpost-Podcast. Da geht es ums Reisen. Außerdem bin ich Softwareentwickler bei der ARD-Bayerischen Rundfunk, wo wir auch gerade ein paar Podcast-Audio-Inhaltsprojekte machen. Und da würde ich mich hier auch gerne drüber austauschen, was ihr davon so haltet. Ja, hallo, ich bin der Christoph aus Friedrichshain, seit längerem auch podcast-abhängig und jetzt vielleicht auch bald mal Produzenten-Novize. Ihr seid alle schuld, dass mich das hier immer weiter reinreißt und mal gucken, was an dem Wochenende auf uns zukommt. Also mich interessiert eigentlich alles. Ich habe überall Nachholbedarf und finde einen Podcast toll, einfach mal die Fresse zu halten und anderen Leuten zuzuhören und ihnen eine Plattform zu verschaffen. Das machen wir auf ffch.net. Hallo, ich bin Ulrike, wohne in Berlin, bin das zweite Mal beim PPW und seit dem letzten PPW habe ich jetzt auch meinen eigenen Podcast. Mittlerweile 4 Folgen online vom Exponiert Museums-Podcast aus Berlin und bin jetzt an dem Punkt, wo ich mich über Feedback und über so ein paar Antworten auf so ein paar kleine technische Fragen freuen würde.
Und ich habe mir in der Uni jetzt auch noch ein kleines Podcast-Projekt mit Studierenden aufgeheizt, wo ich auch noch ein paar Fragen hätte. Schönen guten Tag, ich bin der Reinhard. Ich bin eine Hälfte von dem Podcast Methodisch Inkorrekt. Das ist ein Wissenschaftspodcast, das mache ich mit dem Herrn Wörl zusammen. Das ist im Grunde sowas wie eine zweiwöchige Selbsttherapie als geknechteter Doktorand der Physik in Duisburg. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch noch angefangen, das Ganze in einem Blog zu verarbeiten. Der heißt Schrödingers Kotze. Mal gucken, wie das so wird. Ich bin sehr gespannt. Wir wollen alle diesen Ton hören, oder? Ja. Ich bin der Jörg, komme aus München. Ich unterstütze meine Frau hier bei ihrem eigenen Podcast. Die wird technisch immer anspruchsvoller und ich komme so langsam nicht mehr hinterher. Deswegen versuche ich mir hier irgendwo den nötigen Input zu holen, um da weiterzukommen. Okay. Ja, mein Name ist Esther. Ich habe ganz laienhaft einen Podcast angefangen, weil ich einfach Lust dazu hatte. Ich habe nämlich einen völlig langweiligen Job in München und bin aus Berlin weg und freue mich total, dass ich wieder in Berlin sein kann. Und ja, ich brauche ganz viele neue Impulse, um meinen Podcast eben weitermachen zu können. Hallo, ich bin der Florian, ich bin langjähriger Podcast-Hörer seit meinem ersten iPod und bin jetzt hierher gekommen, weil ich auf der Uni ein Projekt irgendwie so ins Rollen gebracht habe, ich studiere an der Medizinischen Universität Wien und möchte dort für die Mitstudierenden Patientenfälle kompakt präsentieren, dass man in der Früh auf dem Weg in der U-Bahn zur Uni sich mit Krankheiten und deren Therapie auseinandersetzen kann. Ja, hallo, mein Name ist Johannes Wolf, aka ohne Kuh. Ich mache den Podcast Puerto Partida, einer der aufwendigsten Produktionen wahrscheinlich, mit Interaktivität. Und wer da Einblick haben möchte, kann da gerne eben mich ansprechen. Ansonsten noch, der will doch nur spielen, das Barcamp in Essen im Februar, Podpreis und Podcastverein. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ja, hallo, mein Name ist MC Nikolas. Ich bin eigentlich Gangster-Rapper. Läuft auch im Moment ganz gut. Also hobbymäßig mache ich einen Podcast mit meinem kongenialen Partner Reinhard. Wer gerade gesehen hat, wie gut er mit Zeitplanung umgehen kann, der sieht, wie sehr ich leide und wie nötig es ist, dass wir das in einem Podcast verarbeiten. Herzlichen Dank, schön hier zu sein. Ja, hallo, ich bin Christian, ich komme aus Soest, in der Nähe, also Rande des Ruhrgebietes, und bisher ist für mich Podcast eher so die Therapie, die ich brauche, Podcast hören und nicht machen, und ich möchte aber starten, auch einen eigenen Podcast zu beginnen. Hallo, ich bin Sascha, alias Sideboard, wohne in Berlin, mache einen Laber-Podcast namens Gruppentherapie und interessiere mich fürs Podcasten unter Linux. Hallo, ich bin Daniel, ich mache die beiden Podcasts Coding History und Zeitsprung und ich habe die beiden Podcast-Meetups in Wien und in Berlin mit initiiert. Ja, ich bin der TJ aus München, habe dort vor einem Jahr, also nach dem letztjährigen Herbst-PPW, das Podcast-Meetup gestartet. Ich habe im Moment zwei, drei andere Projekte in der Pipeline, die aber leider nicht zum Fliegen kommen. Guten Abend, Katrin Leinwand ist mein Name. Ich mache den Konstanz-Podcast mit einer Doktorandin-Kollegin zusammen an der Uni Konstanz und bei Podlauf und Ultraschall mache ich so ein bisschen im Hintergrund mit Testen, Übersetzungen und so. Hallo, ich bin Philipp. Ich bin Theaterpädagoge, manchmal Sprachgestalter und hier aber als ambitionierter Hörer. Ich habe die Session Vision Audio eingereicht. Wie sieht Podcast morgen aus? Und freue mich da über regen Austausch. Ich hoffe, dass es zustande kommt. Ja, ich bin Jochen aus Köln. Ich mache seit 3 Jahren den Jagdfunk. Bin zum 3. Mal hier und interessiere mich im Moment vor allem so für Automatisierung der ganzen Produktionsabläufe und ja den inhaltlichen Austausch, weil hier ist immer ganz viel Inspiration durch andere Projekte und die Themen, die andere so bearbeiten. Danke.
Hallo, ich bin Max Schneider, 26, nervös und aus Brandenburg. Ich mache so sehr lange Podcasts. Ich habe letztes Wochenende einen 24-Stunden-Podcast gemacht, Dave the Podcast. Mache sonst noch Nerd-Emissionen, Sie in Snyder, es spricht und die Sprechstunde ist noch so ein kleines Experiment. Und ja, freue mich auf die ganzen alten und neuen Gesichter hier und ja, das Übliche sozusagen. Hallo, ich bin Boris Bittner. Ich komme von den angeblichen und sogenannten Profis vom Deutschlandradio, Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und die Radio Wissen. Sehr viel zu lernen. Ich war vor einem Jahr, vor einem halben Jahr schon mal hier. Bitte? Handhöhe halten. Sogenannte Profis. Am Mikrofon höher halten. Das sind dann halten Vortrag am Sonntag, was wir so machen im Deutschlandradio und freuen uns, dass wir hier lernen können. Du musst die Hand. Also wer auch immer der Nächste ist, oben anfassen. Es kann sein, dass da hinten... Ich halte es höher. Gut. Ja, dann... Dann ist wohl Batterieservice angesagt. Oder die... das nehme ich als Sound fürs nächste Jahr. Sehr gut. Test? Hallo? Ja, so ein bisschen hört man. Mhm. Hört ihr mich? Ja. Hallo? Also ich kann mich nicht hören. Aber gut, ich bin Juri, ich bin irgendwie Jahre alt und mache immer noch den Webplayer. Zusammen mit... Zusammen auch mit mir, unter anderem mit mir, Alexandra von Kriegern ist mein Name, hier aus Kreuzberg. Ja, auch am Podlove Webplayer beteiligt im Frontend. Und es macht Spaß, immer noch. Hallo, ich bin Markus, höre Podcasts, bin das erste Mal hier und werde versuchen, mich als Konzepter, Designer, Usability-Mensch in das ganze Podlove-Projekt mit einzubringen. Hallo, ich bin die Melanie aus Innsbruck in Österreich. Ich mache den Podcast Zeit für Wissenschaft an der Uni Innsbruck, so Wissenschaftssachen halt. Und manchmal sage ich auch was im Botunion Magazin, da werde ich komischerweise Stimme der Vernunft genannt. Und mir liegt sehr viel am Herzen, die österreichische Podcasterinnen-Szene besser zu vernetzen, wie schon angesprochen wurde. Und wir haben eine Wissenschafts-Podcast-Seite initiiert, die wir in einem Workshop vorstellen. Ja, hallo, ich bin Georg, bin auch aus Österreich, aus Graz. Und ich mache dieses Audio-Nachbearbeitungsservice Auphonic. Und ich werde morgen einen kleinen Vortrag geben, wo es weniger über Auphonic gehen wird, sondern um was anderes. Und wenn wer Fragen oder Anregungen zu Auphonic hat, bitte einfach zu mir. Ja, hallo, ich bin die Jeanette aus der Schweiz, nahe am Bodensee. Ich mache drei Podcasts, den Freischnauze-Podcast, die Woman in Tech und ganz neu Japan Tales. Aber alles, was euch mehr interessieren dürfte, ist der iOS-Client, die Podcat. Und im Rahmen der Podcat und mit der Zusammenarbeit mit ein paar Jungs in Stuttgart gibt es noch was Größeres anzukündigen. Können wir alle neugierig sein. Hallo zusammen, ich bin Martin Rützler. Ich habe mir gerade überlegt zu sagen, dass ich eigentlich Podcaster bin, weil ich fürs Radio machen zu blöd bin. Ich wollte mich ursprünglich mal zum Radio, aber das hat nicht geklappt. Deswegen habe ich beim Podcasting eine Möglichkeit gefunden, dieses auszuleben. Ich habe angefangen für meine Uni Wittenherdecke, so ein Öffentlichkeits-Podcast zu machen. In dem Zusammenhang haben wir dann auch mal mit Wissenschaftspodcastern gesessen. Daraus ist Radio Mono entstanden und beim Union Magazin bin ich auch dabei. Knapp. Startest du? Hallo, mein Name ist Lars Naber. Ich bin Podcast-Anfänger mit dem Podcast Auf Distanz. Das ist ein Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Und mich interessiert eigentlich alles übers Podcasten, aber ein klein bisschen ist der Fokus für mich diesmal die Technik hier. Hallo, ich bin der Simon und wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr mich vielleicht, weil ich vor Ewigkeit mal beim Podlove Webplayer mitgeholfen habe und bei den Shownotes. In letzter Zeit komme ich leider nicht mehr dazu
aber vielleicht ändert sich das irgendwann oder auch nicht. Mal schauen. Ja, hallo, ich bin der Sebastian. Mein Projekt ist Studio Link. Ich mache morgen einen Vortrag und auch eine Session oder am Sonntag, je nachdem, wie voll die Planung ist. Und ja, mein Thema ist halt Voice over IP und genau, Fragen dazu dann gerne mal an mich. Hallo, ich bin Daniel. Ich entwickle mit im Ultraschall-Team und ich habe das Soundboard verbrochen und den neuen Audiotreiber, der wird auch von mir kommen. Bin ich der Letzte, oder? Okay, Andi aus München, bin zusammen mit TJ wahrscheinlich die Leute, die am häufigsten auf dem Münchner Podcast-Stammtisch waren. Wobei TJ und Sebi hauptsächlich organisieren und mache selber ein paar Podcasts, unter anderem Radio OSM und das Chaos Radio München. So, für Andi muss jetzt vor allen Dingen der Stream klatschen, denn er ist vom Bock hier und sorgt dafür, dass wir Aufzeichnungen und Livestreaming haben. In die Welt hinaus. Ja, dann haben wir aber die ganzen Helfer natürlich auch noch einen Teil. Also ich mache das nicht alles alleine. Genau, wir so. Ja, ja, komm, das Beste kommt zuletzt. Keine Angst. Dann muss ich wahrscheinlich anfangen. Ich wollte mich jetzt vordrängeln, aber mach. Du wolltest dich vordrängeln? Nee, nix da. Also ich bin Tim Pritlaff und bin auch so an dem einen oder anderen schuld, von dem ihr sicherlich schon mal gehört habt. Und ich bin eigentlich immer in bester Erwartung, was so neue Dynamiken betrifft. Aus dieser Veranstaltung ist schon so einiges hervorgegangen. Nicht nur was so Softwareentwicklung betrifft, sondern ich finde es auch immer sehr charmant und sehr ermunternd. Für mich gibt es keine Uhr. Ich rede jetzt einfach filibustern die ganze Veranstaltung durch. Ja. Ja. Ich wollte ja nur ein bisschen emotional werden und sagen, wie toll ich das alles finde. Hoffe, ihr habt hier wieder viel Spaß. So, jetzt dürft ihr. So, ich bin Claudia Krell. Ich mache kein Podcast-Projekt mehr. Ich plane Podcast-Projekte seit mehreren Jahren. Ich befinde mich seitdem in Sommerpause. Die nutze ich dafür, um so Sachen wie hier den Workshop zu planen oder Sendezentren auf zum Beispiel nächstes Mal wieder den 32C3 zu bringen. Und mir wird nachgesagt, dass ich Leute nötige, sich hier mit Workshops und Sessions und sonstigen zu beteiligen. Ich hoffe, ich war dieses Mal etwas weniger offensive. Hallo, ich bin Dennis. Ihm wird morgen Abend eine wichtige Rolle zukommen. Ja, Ralf Stockmann, ich bereite mit Claudia zusammen seit anderthalb Jahren das Nachfolgeprojekt der Wikigeeks vor. Es wird bestimmt bald fertig. Morgen quasi. Was mich davon abhält, ist die Organisation von solchen Dingen hier, vor allen Dingen aber auch unser Ultraschallprojekt, wo wir heute Abend die 2.0-Version vorstellen werden. Tim möchte jetzt gerne noch was zum Sendezentrum sagen. Genau, also wir sind ja hier schon so eine richtige Bande, wir vier. So, wir haben so verschiedene verschwörerische Projekte und wir haben auch schon so ein richtiges geheime Organisationsmatrix, wo ganz viele Organisationsnamen draufstehen, von denen ihr noch nie was gehört habt, weil es ist ja auch geheim. Und aber wir kooperieren und verschwören uns dann halt immer wieder für irgendwas. Ein Projektname, der ganz gut passt, ist halt Sendezentrum. Das sind wir sozusagen auch. Und als solches organisieren wir im Prinzip hier auch diesen Workshop, auch wenn er immer noch Podlove im Namen hat, was eigentlich mittlerweile mehr so historischen Bezug hat, weil das sozusagen im Rahmen des ganzen Podlove-Projekts mal entstanden ist und jetzt wollen wir halt nicht die Hashtag-Struktur ändern, deswegen bleibt es wahrscheinlich erstmal so, weiß nicht. Nichtsdestotrotz, das Sendezentrum ist auch ein realer Ort, aber immer nur temporär, nämlich auf Veranstaltungen. Das fing vor, zwei Jahren, drei, weiß gar nicht. 2000.
Nein, man sollte es vielleicht jetzt 2013. auch noch nicht so genau sagen. Vor zweieinhalb Jahren auf der Republika fing es mal an mit der Idee, sozusagen Podcasting live auf Veranstaltungen zu machen. Das haben wir dann auf der Republika gemacht. Das haben wir dann beim Chaos Communication Kongress gemacht. Nochmal auf der Republika, nochmal auf dem Kongress. Dann nicht mehr auf der Republika aus verschiedenen Gründen. Und jetzt ist aber wieder mal Kongress. Genau, und am Ende des Jahres ist Kongress, wenn ich weiß, was das heißt. Gemeint ist der Chaos Communication Kongress, der jährliche Kongress des Chaos Computer Clubs, der eine äußerst beeindruckende Veranstaltung ist. Und wer bisher in seinem Leben noch nicht erwogen hat, dahin zu gehen, sollte das besser mal tun, weil das ist so die Art Veranstaltung, von der man sich später nicht mal erzählen lassen will, dass andere Leute da waren und man selber nicht. Und wenn das alleine schon nicht ausreicht, das Sendezentrum wird da halt auch sein und wir werden da wieder uns bemühen, einerseits showtaugliche Podcast-Produktionen auf eine Bühne zu bringen und drumherum auch noch ein paar Workshops anzubieten, ansonsten generell Andockstelle zu sein für All Things Podcast auf dem Event. Und ja, und werden auch noch das eine oder andere unterstützend begleiten. Im Detail steht das auch noch nicht so fest. Warum ich das jetzt kurz anspreche, ist erstens, dass ihr natürlich jetzt schon mal rechtzeitig eure Reiseplanung ändern könnt über Weihnachten. Da habt ihr bestimmt Lust drauf. Und außerdem wollen wir natürlich auch gerne wissen, wer von euch jetzt schon plant, dort hinzukommen. Da können wir jetzt mal die erste Stichprobe machen, weil das wird sich ja noch ändern in 2-3 Tagen. Mhm. Okay, wir wollen euch natürlich dann auch alle irgendwie gerne dabei haben. Ich habe auch noch kurz eine Stichprobe. Ich mache nur zufällig Urlaub in Hamburg. Aber so. Machen wir eine Stichprobe? Ja. Wer plant jetzt diejenigen, die Hände gehoben haben, zu nerven, dass sie zum Programm beitragen? Du musst auch die Hand heben, weil wir machen ganz viel. Wir werden in den nächsten Tagen, also wir vier werden auf jeden Fall die nächsten Tage dazu nutzen, um euch ein bisschen anzusprechen, ob ihr nicht Bock habt, da was zu machen. Und ihr könnt auch die Gelegenheit nutzen, um uns anzusprechen, was ihr als Idee habt fürs Programm oder als Workshop oder sonst irgendwas. Also wenn wir hier nach den 3 Tagen rausgehen und schon mal so einen groben Eindruck haben von dem, was wir am 32T3 abliefern, wäre so unser Grobziel auch erfüllt. Genau, machen kann heißen, was auf der Bühne machen. Es kann aber auch heißen, einfach sozusagen die Bühne zu betreiben. Wir wollen uns da dieses Jahr auch noch etwas mehr Mühe geben als bisher schon. Das ist insofern etwas aufwendiger, als dass wir dann halt da auch so das etwas feiner abstimmen wollen mit irgendwie Präsentationen auf dem Beamer und wo man das sieht und so weiter. Also eine etwas komplexere Podcast-Bühne, als man das vielleicht so normalerweise hat und auch als wir das jetzt hier haben. Müssen wir auch mal schauen, wie weit wir da kommen. Aber wir können halt jede Unterstützung gebrauchen, weil der Kongress ist natürlich, wie die Leute wissen, die schon mal da waren, auch eine sehr beanspruchende Veranstaltung und damit halt am dritten Tag nicht schon 50% Ausfälle zu beklagen sind, ist es halt schön, wenn wir das auf eine möglichst breite personelle Basis stellen können. Es ist auch jetzt schon die Zeit, um die Grippeimpfung zu planen. Genau. Eine Frage? Ja, ist das Sendezentrum wieder am gleichen Ort? Ja, also es gibt noch nicht so richtig finale Bestätigung, aber gehen wir davon aus, dass wir im gleichen Raum sein werden, aber an einer anderen Stelle. Das Foyer ist ja recht groß. Und jedes Mal sind wir gewandert bisher und diese gute Tradition wollen wir beibehalten. Genau. Wir müssen die Frage wiederholen, ne? Okay, das stimmt natürlich. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Sind wir pünktlich mit irgendwas? Ja, wir sind, glaube ich, gar nicht so übel. Wir sind ganz gut in der Zeit. Ich würde ganz gerne tatsächlich nochmal die Chance geben, diejenigen, die sich jetzt noch nicht das angeschaut hatten, nochmal nach vorne zu gehen, sich die Sessions, die schon da sind, mal anzuschauen. Diejenigen, die noch was einreichen wollten, sich einen Blankozettel zu schnappen und das noch drauf zu schreiben. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns so in 15 Minuten hier wieder für die Workshop-Planung. Mhm. Ja. Genau, das heißt, exakt 17.30 Uhr geht es dann hier weiter. Genau. So. Weil ich das gerade höre, Rauchen Innenhof, ne?